Silvester ist ja schon fast eine Woche rum und trotzdem wird in Berlin selbstverständlich noch gefeiert. In der Berliner Kabarettanstalt. Gemeint ist natürlich das BKA-Theater in Kreuzberg. Dort steigt heute die große Silvester-Neujahrsshow. Aber eigentlich wird sich dort nur warm gefeiert für das große Jubiläum 30 Jahre BKA. Mit dabei war Arndt Breitfeld. Hallo 2018! Die erste Show im Januar, der Revue-Auftakt zum großen Jubiläum. 30 Jahre. Wie lange es das kleine Theater mal geben würde, das spielte damals für die Gründer aber keine Rolle. Wenn man so jung ist, denkt man über sowas nicht nach, wie lange es geht. Hier ist sie, ihre und unsere Edith Schröder! Das Programm der Kultbühne, für manche Gäste bisweilen ein Erweckungserlebnis. Ich komme ja aus dem Osten und als die Mauer fiel, Anfang der 90er Jahre, na, das BKA war sozusagen so einer der ersten Geheimtipps für mich, wo ich auch mal gelernt habe, wie so vielseitig auch die Kulturszene dieser Stadt ist. Ich würde sagen, es ist ganz große Kunst auf kleiner Bühne. Es ist Musical, es ist Kabarett, es ist Comedy, es ist alles, was man von dieser funkelnden Stadt Berlin erwartet, in diesem wunderbaren, süßen, tollen Rooftop-Theater. Unterm Dach, nah bei Curry 36 in Kreuzberg, aber tatsächlich ganz oben in einem Altbau ist die Bühne untergebracht. Genau da, wo früher mal getanzt wurde. Mit der Disco-Dachluke war es 1988 vorbei. Im April vor 30 Jahren zog hier oben dann das neue BKA-Theater mit besonderem Anspruch ein. Es ist eigentlich eine bunte Mischung. Es sind sowohl tagespolitische Dinge drin, als auch ein bisschen Show. Das heißt, ich muss mal Gassi gehen. Ladi, ladi, ho. Helge Schneider, Cora Frost. Die Blume der Nacht. Tim Fischer. Wenn es dunkel wird in Alabama. Viele Karrieren waren hier noch am Anfang, auch die von Michael Mittermeier. Der mieseste Zuschauer wird gewählt, es wird Geld geworfen. Und früher gab es auch mal Zelte als Zweitspielplätze, auch am Palast der Republik zum Beispiel. Doch längst konzentriert sich das BKA-Theater nur noch, aber mit Hingabe und erfolgreich auf den Mehringdamm 34. Es gab ja wirklich viele Krisen, Geld alle, aber jetzt läuft super. Und natürlich ein Grund bin ich, weil ich hier schon so lange spiele, seit 92. Ich habe hier meine eigene Show-Tatsache. Paillette geht immer seit 3 Jahren. Ich habe da auf der kleinen Bühne spiele ich immer. Und jetzt aber am Samstag, am kommenden, auf der großen Bühne zum Jubiläum. Freue ich mich sehr. Und zum Jubiläum wird am 30. April nochmal richtig groß gefeiert. Mehrere Shows, alle gratis. BKA für alle.